Notruf in der Ruhrpottwache. Eine Frau meldet ihre 17-jährige Tochter in Gefahr. Polizeikommissar Can Yildiz und Polizeioberkommissar Alexander Henke treffen am Einsatzort auf die Mutter und den Stiefvater der Schülerin. Hallo. Schnell, kommen Sie schnell. Ja, hallo? Meine Tochter ist in Gefahr. Ja. Warten Sie kurz auf meinen Kollegen, damit wir... Sie haben angerufen bei der Polizei, ja, oder? Okay. Wir haben hier ein Video bekommen. Ich hatte Pause und dann hat mich das Video erreicht. Einmal drücken. Oh, schnell. Das ist Ihre Tochter. Das ist meine Tochter, Kira. Und machen die ist... Einmal zurück. Genau. Nicht... Bitte ganz schnell die alte Fabrik am Bahnhof. Muss hier irgendwo sein. Verletzung übernommen, Anna. Ich verletzt alles. Okay, die hat ein Hämatom am Auge, ist verletzt. Wie lange ist sie weg? Viertelstunde? Was sagt sie am Ende? Ungefähr, dass ich schnell kommen soll, dass ich... Dass jemand kommt? Dass ich ihr helfen soll. Okay. Dass ich kommen soll. Gut, dann lass uns mal Verstärkung rufen direkt. Wir müssen Pause. Das absuchen, das Gelände. Hast du gehört, Alex? Nein, weil ich hab's gehört. Ich muss jetzt abbrechen, er kommt. Wer kommt, wissen Sie? Ich weiß es nicht. Can Yildiz fordert sofort Verstärkung an, um das große Gelände so schnell wie möglich nach der Tochter absuchen zu können. In der Halle finden die Beamten Spuren, die auf eine Gewalttat hindeuten. Vorsicht, gehen Sie da einmal bitte. Gehen Sie einmal kurz weg. Einmal kurz zur Seite. Ist das? Oh nein, bitte nicht. Ja. Das Blut? Entspann dich. Frisch, gut. Frisch, ja. Kira! Ich geh mal hoch, ne? Alles klar. Alex, kommst du? Ich hab noch was gefunden. Ist auch komplett frisch, ja. Hier ist auch Blut. Auch was, ja. Die Spuren gehen hier rüber zur Halle. Guck mal, Kollege kommt auch, Alex. Die Hallengebäude hier sind in einem sehr verlassenen Zustand, teilweise auch sehr verwittert. Und die Anhaftungen, die wir an diesem Blut, an diesen Taschentüchern gefunden haben, sind sehr frisch. Von daher liegt der Verdacht nahe, dass die Frau hier möglicherweise eine Spur gelegt hat, damit Hilfskräfte sie auch schneller finden. In die Richtung, aus der ich gekommen bin, das sind keine Taschentücher. Okay. Das wäre mir hier auch Kira? Hallo, die Polizei? Kira! Kira! Alex, hast du was? Ich habe nichts. Auch nichts. Alex, Kontakt. Kira! Kira! Schatz! Vorne. Hat irgendjemand eine Jacke? Irgendwas? Können Sie mal kurz Ihre Jacke ausziehen? So, Letterman. Ja. Scheiße. Gut, gut. Versuchen Sie mal wirklich beruhigend auf Ihre Tochter einzuwirken. Wer hat das gemacht und wo ist der Typ? Der versteckt sich irgendwo. Das ist noch hier vor Ort oder was? Genau, super. Ich guck einmal ganz kurz. Da oben ist einer. Hallo, runter! Runterkommen! Also runter. Runterkommen! Ja, da kommen wir hoch. Stehen bleiben in der Ecke. Bleibst du mal unten oder was bei der Frau? Hallo? So, schönen guten Tag. Was haben wir denn hier? Ja, ich mache hier gerade ein Fotoshooting. Und was machen Sie jetzt hier? Sie haben Fotoshooting. Einmal den Ausweis bitte. Hast du gesehen hier? Schminktisch? Nee. Schminkköfferchen, die Hose. Wer sind Sie denn, junger Mann? Vincent Trapp. Vincent Trapp? Ja. Okay, Alex? Wie gesagt, ich mache hier ein ganz normales Fotoshooting. Okay, Vincent Trapp. Ja, haben wir mit. Egon, wir bräuchten auch mal eine Abfrage, bitte. Einmal. Vincent Trapp, 1982. Ja, kann kommen. Okay. So, und zwar Name Trapp, Theodor, Richard, Anton, Doppelpaula, Vincent, wohnhaft in 7. Sie hat die Verletzung am Auge. 7057. Ach Quatsch, das ist doch alles nur geschminkt. Das sieht man doch. Alexander Henke vermutet jedoch, dass der Fotograf die Schülerin gewaltsam gezwungen hat, sich auszuziehen. Can Yildiz Abfrage erhärtet seinen Verdacht. Folgende Situation: vorbestrafte Sexualstraftäter. Oder auch, ist durchgekommen vor Gericht. Ja, interessant. Also, Sie sind vorbestraft, ne? Polizeilich nicht ganz unbekannt, ne? Vor allem Missverständnis. Sind Sie gerade wieder so ein bisschen raus aus der Bewährungsstrafe und machen den nächsten Fall? Das wurde mir unterstellt. Also es ist rechtskräftig, ne? So haben wir es jetzt auch mitbekommen. So, ich glaube, das ist das nächste rechtskräftige, ne? Das sind die RTW-Jungs. Wir gehen mal eben runter. Also der Fotograf möchte uns hier ganz klar einen vormachen, ne? Also ich glaube, nimmt kein Wort und ist total unglaubwürdig. Allein die Tatsache hier, eine junge Frau an irgendwo festzuketten gegen ihren Willen und davon auszugehen, dass das einvernehmlich geschieht, verstehe ich nicht, den Mann. Okay. Wer sind Sie denn schon wieder? Sie denn jetzt gerade? Ich bin der Papa von dem Mädchen. Okay. Und wie kommen Sie hin? Moment, wie kommen Sie hin? Woher haben Sie die Informationen? Sie haben auch, also Sie haben auch ein, ja, dieses klar, Video bekommen? Wahrscheinlich von meiner Tochter, vermute ich mal. Okay, gut. Folgende Situation. Bevor jetzt irgendwie hier noch was eskaliert, lassen Sie uns erstmal unsere Aufgabe wirklich machen und dann kommen wir gleich auf Sie zurück. Ich kann Sie verstehen. Ja, aber verstehen Sie, meine Tochter sieht aus, wenn der Vogel damit was absolut zu tun hat. Absolut, aber bitte, also wie gesagt, ne, wir kommen gleich auf Sie zurück. Ja, bitte versuchen, ruhig zu bleiben. Ihre Tochter ist gerade im RTW. Am besten gehen Sie noch mal dahin, ja? Okay.
Die Beamten setzen den verdächtigen Fotografen unter Druck und ermitteln eine brisante Information, die sie zu einem weiteren Verdächtigen führt. Wie kommen Sie denn darauf, dass sie volljährig ist, bitte? Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Ja, okay, ist gut, ist gut. Gut. Ich habe einen Auftrag bekommen. Ach. Ja. Das ist interessant. So, dass ich hier könnte auch gerne gucken. Ja. Und da ist auf jeden Fall klar und deutlich, dass sie 18 ist. Geben Sie das mal bitte meinem Kollegen. Hm? Ich sollte sie von der Schule abholen. Mir wurde die Adresse gegeben. Ganz kurz, wir gucken uns das mal eben an, ja? Lieber Vincent, wenn du das siehst. Sie sind Vincent, ja? Ist richtig, ja? Ja? Wenn du das siehst, bringst du die Fotos, zahle ich dir 2000 Euro. Gut, eine Frage. Die 2000 Euro, haben Sie die schon mal erhalten? Jeff Ziegert. Wer ist denn Jeff Ziegert? Warte. Ist der Stiefvater. Stiefvater ist Jeff Ziegert? Der heißt Jeff Ziegert. Der hat uns auch gerade den Ausweis gegeben. Ja? Dann gucken wir uns mal an den Burschen. Die Polizisten halten es für möglich, dass der Stiefvater der Auftraggeber ist. Ihre Strategie? Die direkte Konfrontation des Tatverdächtigen. Herr Ziegert, Jungs, könnt ihr einmal aufmachen? Wir haben gerade eine E-Mail bekommen. Ja, die hautet neues Modell für dich. Lieber Vincent, wenn du das Mädchen, ne? Das heißt, es gibt einen Auftrag, da werden 2000 Euro bezahlt. Und schauen Sie mal bitte oben, von wem diese E-Mail gekommen ist. Was hat der gemacht? Was können Sie denn, was, genau, das würde ich jetzt hier nämlich auch gerne wissen. Wie kann das denn sein, dass Sie dass diese E-Mail wahrscheinlich von Ihrem Computer... Schatz, das kann nicht sein. Guck doch mal. Das ist ein ganz anderer Mail-Account, wie ich eigentlich habe. Ich weiß, dass du einen anderen Anbieter hast. Schatz, das würd ich doch unserer Kleinen nie antun. Ich liebe die wie meine eigene Tochter. Also, wer weiß, was mit dir nicht stimmt. Was ist, ganz was ehrlich, ist hier los? Einen Moment. Alex, kommst du einmal ganz kurz? Ja, also, was die Verletzungen, ne? Ja. Wie sieht das aus? Also wir haben hier den Verdacht, dass das geschminkt ist. Ist das? Also im Auge, das ist definitiv nicht geschminkt. Er hat mich geschlagen, weil ich diese Unterwäsche nicht anziehen wollte. Dann hat er sie geschlagen, ja? Ja, der hat mich geschlagen. Die Blutungen sind nicht echt. Und dann hat er mich noch gefesselt. Also das ist alles... Mir Farbe auf den Körper geschmiert. Also keine Verletzung. Das waren keine Verletzungen, aber okay. Hier wird gut. Gut, alles klar. Die Beamten wollen den Fotografen nun vorläufig festnehmen. Den Stiefvater halten Can Yildiz und Alexander Henke allerdings für glaubwürdig. Unklar ist damit, wer der wahre Auftraggeber ist. Folgende Sache, stellen Sie sich einmal kurz bitte an die Wand, hier vorne mit dem Gesicht. Würden Sie einmal gerne durchsuchen? Einmal nur kurz durchsuchen, genau. Vorsichtshalber. Finden wir irgendwelche verbotenen Gegenstände oder irgendwelche... Irgendwas, was uns gefährlich werden könnte? Nein. Gut. Portemonnaie. Was haben Sie hier vorne drin? Gar nichts, da ist nichts. Es fühlt sich aber nicht wie gar nichts an. Ach, Knete. Ich weiß nicht. Das sind wahrscheinlich 2 Mille, ne? Das ist mein Geld. So. Ja, gut. Sieht wie folgt aus. Aber 500. Wir haben jetzt Geld auf ihn gefunden. 1000. So, das sind 1000 Euro. Ja. Wie sollten denn die anderen 1000 Euro bezahlt werden? Ich weiß nicht. Ich habe diese 1000 Euro schon mal als Anzahlung im Briefkasten gehabt. Und der hatte auch kein Interesse, dass ich ihm die Fotos gebe, sondern er hat... Warte mal ganz kurz, Sie hatten die 1000 Euro im Briefkasten? Ja, das war alles anonym. Ich habe die E-Mail anonym bekommen, ich hatte die 1000 Euro anonym und den Rest sollte ich bekommen, wenn das Fotoshooting gelaufen ist. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Sie kriegen eine E-Mail, ja, eine anonyme E-Mail beziehungsweise von einem Jeff Ziegert, wo Ihnen anonym Geld gegeben wird. Sie sollen ein Mädel, was minderjährig ist, an der Schule, seit wann laufen erwachsene Mädels an irgendwelchen Schulen rum, ja, das nur mal so vom Verständnis her, sammeln die auf. Fesseln die hier, hauen die ins Gesicht. Die hat also, ich habe noch mal mit den RTW-Jungs gesprochen. Die hat also eine definitive Verletzung. Und jetzt möchte ich wissen, haben Sie sie geschlagen, ja oder nein? Ja, die wollte halt nicht, wie ich es wollte. Was auf unseren Fotografen hier zukommt, ist in diesem Fall etwas schwieriger, weil wir haben hier einen Sexualstraftäter, der auch rechtmäßig verurteilt wurde. Das wäre jetzt sein zweiter Fall, der darauf folgt. Wir können Folgendes festhalten, ja, Freiheitsentziehung. Er hat die junge Dame, die auch noch minderjährig ist, quasi hier hingezwungen mit körperlicher Gewalt. Da wird es auch noch eine Körperverletzung geben, Freiheitsentziehung. Aber da er ein Sexualstraftäter ist, der schon mal verurteilt wurde, muss jetzt halt wirklich die Staatsanwaltschaft mit dem Richter zusammen entscheiden, was mit dem Herrn jetzt passieren wird. Weißt du, was mich jetzt so ein bisschen stutzig macht? So, während der Vater, also der richtige Vater, nicht der Ziegert, die ganze Zeit so im Handgefecht war, konnte man hier irgendetwas sehen, quasi Hämatom oder irgendetwas, was halt genau so aussieht. Ja, wie heißt der Vater? Da müssen wir jetzt mal gleich drauf hingehen und ihn mal drauf ansprechen. So, ich habe da wirklich die Vermutung, dass... Sagen Sie mir den Namen nochmal. Hölling. Bitte? Hölling. Hölling? Haben Sie einen Ausweis da einmal? Das ist mein Ex-Mann. Ja? Ja, habe ich einen Ausweis da. Ja? Ja.
dass wir uns den auch einmal mal angucken. Mhm, super. Checken Sie, das mal einmal, ne? Ja, ich würde gerne einfach mal folgende Situation können Sie, einfach können mal... Können Sie mal nehmen? Genau. Was haben Sie denn da? Zeigen Sie mal, genau. Irgendwo, da hatten Sie... Tinte, ne? Tinte drangekommen. Ja, vorhin beim Schreiben. Vorhin beim Schreiben. Und was haben Sie denn geschrieben, wenn ich fragen darf? Ich habe Rechnungen geschrieben. Rechnungen. Was haben Sie denn beruflich? Und sind selbstständig oder haben Sie es für die Firma gemacht? Können Sie wahrscheinlich auch nachweisen, dass die Rechnungen geschrieben wurden mit Datum? Das ist, ist die gleiche Tinte hier? Sieht jetzt natürlich so aus, als... kann überall leer sein, ne? Okay, das können wir ja, das würden wir mal einen Abgleich machen im Büro, ne? Genau. Ich mache mal eben eine Infolab-Frage hier bei Hilfe von Ihnen. Ich bleib auch einfach mal hier. Egon, für den Kind 26, Markus. Also, momentan sieht es jetzt erstmal... Alex, der haut ab. Hallo, hallo. Einmal zur Seite. Und die Arme. Soll die Scheiße. Und den Arm. Einmal den Arm her, bitte. So, ich hab mir fest, hast du den anderen. Ich beschuldige ihn. Sie engagieren einen Fotografen, dass er Ihre Tochter fotografiert, Ihre minderjährige Tochter fotografiert? Ich wollte doch an für sich, so sollte das doch gar nicht laufen, wie es jetzt gelaufen Wie sollte es denn laufen? Ich wollte doch an für sich gut dastehen bei der ganzen Geschichte. Ich wollte letztendlich der Retter sein bei der... Damit Sie das Sorgerecht kriegen? Darum geht's auch, ja, sicherlich. Gut, also nicht... Genau, Mann, so sieht's halt aus. Die Luft an. Also, unsere Tochter hast du gequält. Schämst du dich nicht als Vater? Ja, als wir dann wirklich herausgefunden haben, dass der echte Papa hier mit der ganzen Sache zu tun hat, da wusste ich echt nicht mehr, was ich denken soll. Alex und ich haben uns auch direkt angeguckt, weil absolut kein Verständnis. Also ich kann mir vorstellen, dass da dieses Verhältnis, was eh wahrscheinlich schon sehr belastet war, nie mehr wieder sich kitten wird. Der wird hier mit einer ordentlichen, saftigen Strafe zu rechnen haben, genauso wie der Fotograf, den angestiftet hat und dem wohl die Situation hier ausgeglitten ist. Sprich, er hat körperliche Gewalt angewendet, Freiheitsberaubung, also da hängt einiges dran. Wir haben uns immer gut verstanden, nie aber wieder, das Markus, ist dann nach der Scheidung gelaufen. Wirst du unsere Tochter wiedersehen. Nein, halt dich da raus, du Quatschkorb. Genau, das sehen Sie die nie wieder von Ja, Quatschkorb. Ganz kurz, wir müssen eben die Gewalt, ihrer Tochter wurde Gewalt angewendet, ja? Ja. Das haben Sie ja gesehen und haben Sie das in Auftrag gegeben? Ja, das sollte so nicht laufen, das habe ich Ihnen doch versucht. Ja, aber Ihnen ist schon bewusst, Sie sagen gerade, Sie regen sich auf, Sie sehen Ihre Tochter. Ich wusste doch nicht, dass das so ein Dreckschwein ist. Nichtsdestotrotz versuchen Sie gerade hier etwas zu fingieren. Also da hört für mich jegliche Verständnis auf. Und deswegen kommen Sie jetzt einmal mit auf die Wache. Der Täter muss sich wegen der Anstiftung zur Straftat und falscher Verdächtigung verantworten. Er hatte den Absender der E-Mail fingiert. Der Fotograf wird wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung angezeigt. Dem Mädchen geht es schon am Abend wieder gut.